Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Filmmuseums begrüßen zu unserer Veranstaltung mit Vortrag und Film zu Winchester 73 von Anthony Mann. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der Ausstellung Unter Waffen, Fire and Forget 2, die im MMK zurzeit läuft. Es ist eine von zwei Veranstaltungen, die wir hier zeigen. Nächsten Monat wird ein weiterer Vortrag und Film stattfinden, am 16. März, glaube ich, mit Snipers und wiederum mit einem Vortrag von Vinzenz Hediger. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem MAK natürlich, und ich möchte Herrn Matthias Wagner-Kahr hier ganz herzlich begrüßen. Mit dem MAK verbindet uns auch schon eine bisschen längere Kooperation. Also wir haben auch schon bei der Ausstellung von Verbergen zusammen kooperiert, und wir werden auch bei der nächsten Ausstellung Picknick werden wir auch wieder ein begleitendes Filmprogramm machen. Und dann möchte ich natürlich bei dem Exzellenzcluster zur Herausbildung normativer Ordnungen bedanken. Auch mit denen verbindet uns mittlerweile eine zweijährige Zusammenarbeit, und zwar in einem anderen Kontext mit den Lectures und Films, die wir zusammen mit dem Masterstudiengang der Universität Frankfurt hier immer stattfinden lassen. Und wir hatten bis jetzt schon die Agnes Wader hier zu Besuch und die Lectures zu Agnes Wader, und in diesem Jahr, was jetzt auch noch im Sommersemester fortgesetzt wird, zu Ernst Lubitsch. Und das ist auch eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Jetzt möchte ich aber erst Matthias Wagner-Kahr hier ans Pult bitten, der auch noch ein paar begrüßende Worte sagen wird. Ja, vielen Dank, liebe Natascha Gikas, liebe Linde Sturm, lieber Professor Dr. Vinzenz Hediger, liebe Gäste. Auch ich begrüße Sie zum Vortrag und Filmscreening unserer Ausstellung drüben im Museum Angewandte Kunst. Ich spreche ja immer das Museum gerne aus, in der zu eben dieser Ausstellung, in der es um das Sichtbarmachen der Spuren von Aggression, Gewalt, Waffen und Militär in Dingen des alltäglichen Lebens, des Designs und der Kunst im Hier und Heute geht. Und mithin geht es bei dieser Ausstellung um die Affekte, die Waffen und Gewalt auslösen, und die Frage, wie Aggression und eben Gewalt in einer Gesellschaft wie der unsrigen sich konstituieren und vielleicht hier auch eingehegt werden können, welche Rolle dabei eben das Design, die Kunst, aber eben auch die normativen Ordnungen spielen. Und von daher, und bevor ich das Wort an Linde Sturm weitergebe, möchte ich dem Exzellenzcluster an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken, dem Exzellenzcluster die Herausbildung normativer Ordnung an der hiesigen Goethe-Universität, mit denen wir eben schon seit langem zusammenarbeiten und die das Rahmenprogramm erarbeitet haben für diese unsere Ausstellung. Insgesamt 14 Vorträge, die es gibt. Jetzt noch mit dem heutigen sind es 3. Und ebenso danke ich für die Kooperation dem Filmmuseum. Das macht immer große Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ich denke, es ist auch sinnstiftend, diese Kooperation. Und ebenso danke ich heute Vinzenz Hediger und freue mich auf seinen Vortrag, bevor Linde Sturm jetzt nochmal zu ihrer Person etwas sagen wird. Einen guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die freundlichen Worte soeben. Sehr herzlich möchte ich Sie auch von Seiten des Exzellenzclusters die Herausbildung normativer Ordnungen begrüßen und herzlich willkommen heißen. Dies auch im Namen unserer beiden Sprecher, Professor Rainer Forst, Professor Klaus Günther sowie der Geschäftsführerin Rebecca Schmidt. Zunächst gilt gleich mein Dank Herrn Professor Vinzenz Hediger, der den Vortrag heute Abend halten wird, dem Deutschen Filmmuseum mit seiner Direktorin Claudia Dillmann und Natascha Gikas aus diesem Hause, die uns wieder ihre freundliche Gastfreundschaft gewähren, und natürlich Matthias Wagner-Kahr, dem Direktor des Museums Angewandte Kunst. Wie kommt es zu unserer Verbindung am heutigen Abend? Die beeindruckende Ausstellung Unter Waffen, Fire and Forget im Museum Angewandte Kunst, wenige Meter mainaufwärts noch bis zum 26. März zu besuchen, wird begleitet und beleuchtet durch die schon erwähnten insgesamt 14 Vorträge und Podiumsdiskussionen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Clusters, die jeweils aus ihrer Wissenschaftsdisziplin heraus sich dem Ausstellungsthema oder Aspekten desselben widmen und nähern. Heute ist unser 12. Abend in dieser Reihe. Ich habe auch gerechnet.
Uns ist der Austausch im Sinne eines lebendigen Wechselspiels zwischen universitären Forschungsperspektiven und dem Gespräch mit Ihnen besonderes Anliegen. Und der Dank gilt Ihnen deswegen, dass Sie heute Abend gekommen sind. Genau zwei Sätze möchte ich gern zu unserem Forschungsverbund sagen. Der Frankfurter Exzellenzcluster untersucht die Herausbildung normativer Ordnung mit einem speziellen Augenmerk auf die gegenwärtigen Konflikte um eine gerechte Weltordnung bzw. neue Ordnungen und deren Rechtfertigungsnarrative. Der Forschungsverbund mit insgesamt 7 Partnern wird im Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern gefördert und bündelt eine Reihe von Forschungseinrichtungen im Frankfurter Raum und darüber hinaus. Sprecheruniversität ist die Goethe-Universität. Sehr gerne möchte ich nun den Referenten vorstellen. Vinzenz Hediger ist Professor für Filmwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Mitglied unseres Forschungsverbundes. Er wurde 1999 an der Universität Zürich promoviert und war dort bis 2004 Postdoktorand am Seminar für Filmwissenschaft. Im Jahre 2004 erfolgte die Berufung auf den neu geschaffenen Krupp-Stiftungslehrstuhl für Theorie und Geschichte bilddokumentarischer Formen an der Ruhr-Universität Bochum. Diesen hatte er inne bis zu seinem Wechsel nach Frankfurt. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Filmtheorie sowie die Erforschung nicht kanonischer Filmformate. Hier wären zu nennen etwa der Wissenschafts- und der Industriefilm. Er ist Gründungsherausgeber der Zeitschrift für Medienwissenschaft, abzurufen unter www.zfmedienwissenschaft.de. Seine zuletzt erschienene und hier zu erwähnende Publikation lautet Essays zur Filmphilosophie. Diese hat er gemeinsam mit Christiane Voss, Lorenz Engel, Oliver Fahle bei Fink 2015 herausgegeben. Auf die beiden letzten und nächsten Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe möchte ich noch mal ganz gerne kurz hinweisen. Und zwar am 8. März wird es im Museum Angewandte Kunst einen Abend geben unter dem Titel Kabul Street Art, Rückeroberung der Stadt mit Farben mit Stefan Kroll und den beiden Journalisten und Filmemachern Niklas Schenk und Ronja von Wurmseidel. Und diese werden über ihren jüngsten Film sprechen. Und am 16. März, wieder in diesem Hause hier, wird es einen zweiten Abend mit Vinzenz Hediger geben zu dem Titel American Sniper, wie man einen verlorenen Krieg im Kino doch noch gewinnt. Nun wünsche ich Ihnen einen guten Abend mit Vinzenz Hediger und James Stewart, dem Vortrag der Winchester 73 und, wenn Sie mögen, Ihren Fragen im Anschluss. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für diese sehr nette Einführung und die vielfältigen Worte. Wenn so eine ganze Abfolge von prominenten Menschen einen vorstellt, dann schafft das natürlich eine enorme Fallhöhe. Es geht um einen Western, könnte man jetzt auch sagen. Aber es geht auch um nicht irgendeinen Western, sondern um einen, von dem ich eben die These vertreten möchte im Untertitel, dass er nicht nur zu den quintessentiellen Filmen seines Genres gehört, sondern auch einen Wendepunkt in der Geschichte des Hollywood-Kinos markiert, auf eine Art und Weise, die ich gleich erläutern möchte. Ich will Sie nicht sehr lange vom Filmgenuss abhalten. Wir haben vorhin darüber diskutiert, ob es angemessen wäre, da es in dem Film um ein Repetiergewehr geht, das Sprechtempo anzupassen. Aber wir haben dann die Idee wieder verworfen, auch vielleicht in Ihrem Interesse. Es gibt einen Prolog und der fängt ganz woanders an, nämlich zunächst mal in Brasilien. Und es geht um ein ganz anderes Genre, nämlich das Musical. Wenn Sie hier sehen, einige von Ihnen werden Sie kennen, das ist Carmen Miranda, geboren in Porto 1909, gestorben in Beverly Hills 1955 und in den späten 30er und frühen 40er Jahren als Musical-Star in Hollywood sehr, sehr erfolgreich. In Musicals, die im Rahmen der sogenannten Good Neighbor Policy in Südamerika angesiedelt wurden und die Vorzüge des Lebens in Brasilien und teilweise auch in Kuba zum Gegenstand hatten. Und in diesen Filmen trat dann Carmen Miranda meistens in Nebenrollen auf, aber mit signifikanten Tanz- und Gesangsauftritten, immer in diesen spektakulären Kostümen. Und dazu gehörte immer dieser Fruchthut, der ihr den Namen eintrug, The Lady with the Tutti Frutti Hat. Der Erfolg von Carmen Miranda ist in gewisser Weise erklärungsbedürftig und ein prominenter Künstler und Intellektueller und Kulturtheoretiker, nämlich Caetano Veloso, einer der Begründer des Tropicalismo in Brasilien, hat sich mal mit der Frage beschäftigt, weshalb Carmen Miranda die
in Brasilien groß geworden war, in Brasilien schon Star war in den 30er Jahren, bevor sie nach Hollywood ging, weshalb die im amerikanischen Kino so erfolgreich sein konnte, obwohl sie aus einer ganz anderen musikalischen Tradition kam. Und Velosos einfache Antwort lautet: Carmen Miranda war in Amerika erfolgreich, weil sie technisch perfekt war. Technisch perfekt. Die Amerikaner, so Gaetano Veloso, lieben technische Perfektion. Und wer auch immer sie bieten kann, hat ihre Aufmerksamkeit und kann damit rechnen, dass er sich in dem System zurechtfindet. Weshalb erzähle ich Ihnen das? Weil es heute auch um technische Perfektion geht, aber in einem anderen Genre und in einem anderen Zusammenhang, im Zusammenhang des Westerns und im Zusammenhang mit Waffentechnik. Winchester 73 ist ein Film, der sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass er sich aufs Wesentliche reduziert, schon im Titel, und den Namen einer Waffe zum Filmtitel erhebt. Die Winchester 73 ist ein legendäres, wie bereits gesagt, Repetiergewehr, hergestellt von der Firma Winchester in New Haven in Connecticut, und zu den Eigenheiten von Winchester gehörte, die waren spezialisiert auf diese Repetiergewehre, also die man schnell nachladen konnte und mit denen man dann in Kampfsituationen sich besonders gut bewähren konnte, gehörte ihre Präzision, und es gehört eben dazu, dass die Modelle nach dem Jahrgang ihrer Veröffentlichung benannt wurden. Winchester 73 ist also ein Gerät, das 1873 rauskam und das im Ruf stand, eben das technisch perfekteste Repetiergewehr, präziseste Gewehr seiner Zeit zu sein. Es steht im Zentrum des Films von Anthony Mann aus dem Jahr 1950, in dem James Stewart die Hauptrolle spielt. Sie sehen hier ein zeitgenössisches Plakat. Man kann den Film auf unterschiedliche Art und Weise zusammenfassen, aber es ist zunächst einmal die Geschichte der Zirkulation dieses Gewehrs durch die Landschaft, die wir gemeinhin den Wilden Westen nennen. Das Gewehr taucht am Anfang des Films zum ersten Mal auf, wo es als Preis in einem Schießwettbewerb vergeben wird. Da tritt Jimmy Stewart auf, und sein Rivale ist jemand, den er offenbar kennt und mit dem er offenbar in irgendeiner Form von Rivalität steht. Und dass Jimmy Stewart gewinnt dann, so viel darf ich schon spoilern, den Schießwettbewerb, aber das Gewehr kommt ihm abhanden, und dann geht eine große Jagd durch den Wilden Westen los, bei dem alles vorkommt, was Sie sich so vorstellen können: Banditen, Indianer, Bordelle, Kavalleristen, alles, was es braucht, in 90 Minuten kondensiert in einer Reihe von dramatischen Setpieces mit großartigen Landschaften, Verfolgungsjagden, Schießereien und so weiter. Und immer geht es um dieses Gewehr, und am Ende stellt sich dann heraus, dass es eigentlich eine innerfamiliäre Beziehungsgeschichte ist, um die es geht. Mehr will ich dazu jetzt noch nicht verraten. Weshalb ist dieser Film für diese Reihe und im Zusammenhang mit der Ausstellung im MAK von Bedeutung? Normative Orders ist der Titel unseres Forschungsverbundes, um die kulturelle Bedeutung von Waffen, von Gewalt, um die Semantiken von Waffengewalt geht es in der Ausstellung. Und dieser Film ist natürlich aus diesen Gründen von besonderem Interesse. Er ist aber auch deswegen von Interesse, eben wie bereits gesagt, weil er als ein quintessentieller Western zugleich eine Scharnierfunktion in der Geschichte Hollywoods erfüllt. Lassen Sie mich diese Geschichte zunächst mal erzählen, bevor ich dann zu der Frage zurückkomme, worin die kulturellen Semantiken des Films liegen. Die Geschichte, um die es geht, lässt sich zusammenfassen als eine Geschichte von zwei Männern, einer Schießwaffe und sehr, sehr viel Geld. Der erste Protagonist dieser Geschichte ist Jimmy Stewart, einer der großen Filmstars des klassischen Hollywood-Kinos, des Turmfilms, Lebensjahre 1908 bis 1997, ist Ihnen bekannt aus einer Vielzahl von kanonischen Filmen des Hollywood-Kinos, unter anderem Mr. Smith Goes to Washington. Jimmy Stewart spielt immer so ein bisschen die Einfalt vom Lande, der natürlich keineswegs so einfältig ist, wie er auf Anhieb erscheinen mag. In Mr. Smith Goes to Washington spielt er einen jungen Anwalt aus einer Kleinstadt, der zufälligerweise in den Kongress gewählt wird und dort einen Kampf gegen die Korruption führt. Das ist die berühmte sogenannte Filibuster-Szene in diesem Film. Jimmy Stewart's
Schlüsselwerke umfassen unter anderem auch einen der späten Filme von Ernst Lubitsch, The Shop Around the Corner, den er 1940 gedreht hat, bevor durch äußere Umstände seine Karriere eine abrupte Unterbrechung erfahren hat. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ging Jimmy Stewart nämlich zur Armee. Als einer der wenigen Hollywood-Stars hat er sich zur Armee gemeldet und aktiven Dienst geleistet. Zu seinen Vergnügungen als mit sehr viel Einkommen gesegneter Hollywood-Star hat in den 30er Jahren schon die Fliegerei gehört. Er hat dann, obwohl er eigentlich die Musterung nicht bestand, er war zu leicht, ist schließlich für die Körpergröße. Er hat es dann geschafft, durch Unterstützung eines Muskeltrainers in Hollywood sich die nötige Körpermasse anzutrainieren, um bei der Luftwaffe anzuheuern, und hat bis zum Ende des Krieges in der Luftwaffe gedient, auch in Fronteinsätzen, wurde danach in die Reserve versetzt. Sein letzter Rang Mitte der 50er Jahre erreicht, war der eines Brigadegenerals der Reserve, also ein Einsterngeneral. Und das heißt, wir haben es hier mit einem amerikanischen Helden zu tun, einem Filmstar, der fürs Vaterland in den Krieg zog, tatsächlich und nicht nur zur Show, und dessen Rückkehr aus dem Krieg dann im Übrigen natürlich ein großes Medienereignis war. Er hat seine Karriere 1946 wieder aufgenommen und dann gleich einen, vielleicht den Film gedreht, der sich am tiefsten eingetragen hat, zumindest in das amerikanische kulturelle Bewusstsein, It's a Wonderful Life. Das ist der Film, der in den USA immer an Weihnachten im Fernsehen läuft. Es ist nicht möglich, in den USA aufzuwachsen, ohne diesen Film nicht jedes Jahr einmal zu sehen. Die Geschichte eines Mannes, der viel Gutes getan hat, aber verzweifelt ist, sich zu Tode stürzen will und dann aber von einem Engel gerettet wird, wiederum unter der Regie von Frank Capra. In den 40er und 50er Jahren hat Jimmy Stewart, wie viele von Ihnen sicherlich wissen, intensiv mit Alfred Hitchcock zusammengearbeitet, unter anderem bei Rope 1948, diesem Film, der behauptetermaßen aus einer einzigen langen Einstellung besteht, sind 8 oder 9, die Schnitte werden dann jeweils genau kaschiert. Aber Hitchcock ist einer der Regisseure, mit denen dann Jimmy Stewart nach dem Zweiten Weltkrieg seine Karriere in die zweite, noch glanzvollere Phase ging, intensiv zusammengearbeitet hat. Das ist der eine Mann, um den es hier geht, in dieser Geschichte von zwei Männern, einer Knarre und viel Geld. Der andere ist dieser Herr hier, den, wer von Ihnen kennt diesen Mann? Wer hat schon mal was von Lou Wasserman gehört? Niemand. Dachte ich mir. Gut. Lou Wasserman ist der einflussreichste Mensch der Filmgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist ein Gesicht, das Sie sich schon mal merken dürfen, wenn Sie sich für Kinogeschichte interessieren. Er war ursprünglich Agent, das heißt einer von den Menschen, die Engagementverträge, Arbeitsverträge für Regisseure, Filmstars, Musiker und so weiter aushandeln und dafür 10% des Gehalts kassieren. Er hat für die Music Corporation of America gearbeitet, das war in den 30er, späten 20er, 30er, 40er Jahren die wichtigste Künstleragentur in Hollywood, natürlich sehr einflussreich, weil sie sehr viele wichtige Leute unter Vertrag hatten. Und Lou Wasserman war lange Zeit der Star-Agent von MCA und hat es eben verstanden, sehr prominente Künstler an sich zu binden, wie unter anderem Alfred Hitchcock. Es war Lou Wassermans Idee gewesen, Hitchcock zu einem Fernsehstar zu machen. Hitchcock, das wissen Sie, hat in den 50er Jahren angefangen, diese Alfred Hitchcock Presents Programme zu produzieren, wo er am Anfang auftritt in irgendeiner makabren Aufmachung und einen einstündigen Kriminalfilm einführt und dann im Abspann nochmal vorbeikommt. Das war sehr lukrativ für Hitchcock. Teilweise auch, weil er in Aktien des produzierenden Studios bezahlt wurde.
Studio hieß Universal, kommen wir gleich nochmal darauf. Und als Hitchcock starb 1980, war er der drittgrößte Einzelaktionär von Universal. Das heißt, Lou Wasserman ist der Mann, heute würde man umgerechnet sagen, der Hitchcock zum Milliardär gemacht hat. Zum Kundenstamm von Lou Wasserman gehört auch dieser Herr hier, Ronald Reagan, eine intensive Arbeitsbeziehung, die sich dann in den 80er Jahren ausgezahlt hat für Hollywood, als Hollywood von der Deregulierung unter der Reagan-Administration profitieren konnte. Und das hatte sehr viel mit dieser persönlichen Freundschaft zu tun. Lou Wasserman war also ein Agent, jemand, der Verträge aushandelt, und er vertrat Ende der 40er Jahre, weil er der beste Agent in Hollywood war, auch den größten Hollywood-Star, nämlich James Stewart. Und dann gab es ein Studio, das hieß Universal International. Es war eines von den drei sogenannten kleinen Hollywood-Studios. Der Unterschied zu den großen war damals, oder jedenfalls bis Ende der 40er Jahre, dass die kleinen keine eigenen Kinos besaßen, sondern nur eine Filmfabrik, also eine Produktionsstätte und ein Verleihsystem, aber keine eigenen Kinos. Die fünf großen, MGM, 20th Century Fox, Warner Brothers, Paramount und RKO, hatten alle auch Kinoketten, und die kleineren, die produzierten nur Filme, Universal, United Artists und Columbia, produzierten nur Filme, die sie dann den anderen, in den Kinos der anderen zeigten. Universal ist ein Studio, das in die Filmgeschichte eingegangen ist, unter anderem durch die Hollywood, durch die Horrorfilme der frühen 30er Jahre, also Dracula und Frankenstein, die Tonfilm-Horror-Klassiker der frühen 30er Jahre sind Universal-Filme. Und Ende der 40er Jahre war Universal praktisch pleite und sehr stark marginalisiert, spezialisiert auf zweiklassige Genrefilme, unter anderem Western. Und nicht in irgendeiner Position, auch nur in die Nähe von einem Filmstar der Größenordnung von Jimmy Stewart zu kommen. Es sei denn, jemand hat eine interessante Geschäftsidee. Und dieser jemand war Lou Wasserman, der zu Universal gegangen ist und gesagt hat, ihr kriegt Jimmy Stewart für einen Film, den ihr vertreiben könnt und der dann mutmaßlich erfolgreich sein wird, weil Jimmy Stewart ein großer Star ist, wenn ihr Jimmy Stewart einen Vertrag anbietet, bei dem er 50% der Nettoeinnahmen als Gehalt kriegt. Das ist insofern eine revolutionäre Idee gewesen, als bis Ende der 40er Jahre selbst die ganz großen Filmstars Angestellte der Studios waren und Mehrjahresverträge hatten und im Wochenlohn bezahlt wurden. Das Gehalt war hoch meistens, also heute wären die auch alle Millionäre, aber es war dann doch gedeckelt und es war eben ein Angestelltengehalt, das überdies, und das war das Problem, nach einer Steuerreform Ende der 40er Jahre in den USA sehr, sehr hoch versteuert werden musste. Das heißt, die Reform des Steuersystems hat dieses Angestelltenwesen der Filmstars im Grunde an ein Ende gebracht, weil die Stars kein Interesse mehr daran hatten, als Angestellte zu arbeiten. Da wurden sie selbstständige Unternehmer. Und das brachte sie in eine ganz andere Position. Und Lou Wasserman hat das ausgenutzt mit diesem atemberaubenden, frechen Vertragsvorschlag, dass bei einem Film der Hauptdarsteller 50% der Nettoeinnahmen kriegen soll. Universal hat sich darauf eingelassen und der Film, der so produziert wurde, war eben Winchester 73. Der Film war sehr erfolgreich und hat Jimmy Stewart noch viel reicher gemacht, als er schon war, hat aber natürlich ein neues Vertragsmodell geschaffen, das danach die Verhältnisse in Hollywood ganz wesentlich bestimmt hat. Fortan wollten alle großen Stars, aber auch die Regisseure, am Umsatz ihrer Filme beteiligt werden, und das ist das System, das auch heute noch gilt. Das nennt sich sogenannt, also das ist das System der sogenannten Points oder Percentage Points. Das funktioniert eben so, dass die Produzenten, Regisseure, Schauspieler, das sogenannte Above-the-Line-Talent, also die Leute, die kreativen Input leisten und nicht einfach nur zu fixen Technikergehältern bezahlt werden, dass diese Leute am Gewinn partizipieren. Die Buchhalter der Studios schaffen es natürlich immer wieder, dass die Gewinnspanne erst sehr, sehr spät anfängt. Aber im Grundsatz ist jetzt das Vertragsmodell dasjenige, das Lou Wasserman für diesen Film erfunden hat, nämlich Partizipation
am Netto-Einspielergebnis. Wer auch an dem Film sehr viel verdient hat, ist Lou Wasserman selbst. Und nicht viel später hieß Universal plötzlich MCA Universal, was eine Folge des Verhandlungsgeschicks von Lou Wasserman war, der es geschafft hat, sich in eine Position zu bringen, wo er plötzlich mächtig genug war, das ganze Studio zu kaufen und es zu einem großen Unterhaltungskonzern auszubauen. Es gab eine Provision im Kartellrecht in den USA, dass das Agentenverbot zugleich Produzenten zu sein. Und es gab dann einen Punkt, wo Lou Wasserman plötzlich im Verdacht stand, mit MCA als Produzent zu agieren, weil er diese tollen Beteiligungsverträge ausgehandelt hat. Und um diesem Verdacht zu entkommen, hat Wasserman die Agentur einfach zugemacht oder verkauft und den Titel behalten und stattdessen das Studio gleich übernommen und ist zum Hollywood-Mogul aufgestiegen. Könnte noch ganz viel darüber erzählen, wie es Wasserman gelungen ist, die damals noch einigermaßen naiven amerikanischen Fernsehnetzwerke dazu zu bringen, ihm Fixbeträge für Jahresstaffeln von Fernsehserien zu bezahlen, ganz unabhängig davon, ob die erfolgreich waren oder nicht. Auf jeden Fall hat Wassermans Verhandlungsgeschick ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Hollywood in den 50er und 60er Jahren nicht komplett pleite ging, als die Kinozuschauerzahlen um 3/4 zurückgingen und die Leute eben fast nur noch Fernseh gucken. Aber MCA Universal war dann eine der Firmen, die diesen Markt abgedeckt hat. Also Winchester 73 ist the gun that changed Hollywood, weil an diesem Film ein Vertragsmodell initiiert wurde, das zum Paradigma des neuen Hollywoods wurde, wo die Stars eben nicht mehr Angestellte sind, sondern selbstständige Unternehmer, die in einem ganz erheblichen Ausmaß partizipieren am Erfolg ihrer Filme. Der Film ist aber auch sonst von Interesse, unter anderem, weil er eine Zusammenarbeit zwischen Jimmy Stewart und Anthony Mann initiierte und weil er, und das war die Originalität dieser Besetzung, Jimmy Stewart als Western-Star etablierte. Wenn Sie die Filme Revue passieren lassen, die ich vorher erwähnt hatte, werden Sie feststellen, dass dass kein Western darunter war, sondern dass das meistens in urbanen Zusammenhängen oder kleinstädtischen Zusammenhängen angesiedelte Stoffe waren, zeitgenössische Stoffe, nicht historische Western-Stoffe. Und mit Winchester 73 etablierte sich eben Jimmy Stewart, der damals größte Star des Hollywood-Kinos, als Western-Star. Winchester 73 war der Anfang einer ganzen Reihe von Zusammenarbeiten zwischen Anthony Mann und Jimmy Stewart. Winchester 73, Band of the River 1952, The Naked Spur 1953, The Far Country 1954 und The Man from Laramie 1955 sind hier die gemeinsamen Arbeiten. Und diese Filme haben mit dazu beigetragen, dass im Western-Genre Jimmy Stewart sich in den 50er und frühen 60er Jahren als der große Star neben John Wayne etablieren konnte. Eine Tatsache, die sich dann unter anderem in diesem Film widerspiegelt, den viele von Ihnen kennen werden, The Man Who Shot Liberty Valance von John Ford aus dem Jahr 1962, wo es eben um die Frage geht, welcher von zwei Western-Kleinstädtern einen bösen Revolverhelden tatsächlich umgebracht habe. Und diese Frage wird dann im hohen Alter nochmal geklärt zwischen den beiden, unter anderem in dieser schönen Schlägerei. Das war gewissermaßen der Superwestern aller Superwestern, wo die beiden Superstars aufeinander losgingen. Da zeigt sich, welchen Status Jimmy Stewart durch diesen Film erworben hatte. Was meint der Begriff Superwestern, der ein Begriff ist, den Sie in der Branchenpresse der 50er Jahre immer wieder finden? Er bezeichnet die Tatsache, dass mit diesen Filmen, mit einem Western mit Jimmy Stewart, war insofern eine Neuheit, als eben Jimmy Stewart noch nie in einem Western gespielt hatte und insofern der Western zumindest in den 40er Jahren nicht zu den höchstwertigen Genres zählte, nicht zu den A-Genres, also nicht zu den Genres, die mit den besten Stars besetzt wurden oder mit den größten Budgets gedreht, wie zum Beispiel Historien- oder Sandalenfilme, Cleopatra,
die Filme von Cecil B. DeMille, Gone with the Wind, auch ein Historienausstattungsfilm. Das ist die Top-Ebene des Genre-Kinos in Hollywood in den 30er und 40er Jahren. Und in den 50er Jahren wird der Western auf diese neue Ebene gehoben. Das ist ein bisschen was Ähnliches wie das, was in den 70er Jahren mit Science Fiction passiert, wo Science Fiction plötzlich von einem Kindergenre zu einem Erwachsenen- und Blockbuster-Genre wird mit Star Wars. Das passiert in den 50er Jahren mit den Western, wo der Western eben vom Nachmittagsprogramm für die kleinen Jungs nobilitiert wird, hochgehoben wird ins Hauptabendprogramm mit großen Stars wie Jimmy Stewart. Man kann das auch in einem Zusammenhang sehen mit der kulturellen und urbanen Entwicklung der USA. Was Sie hier sehen, ist eine Luftaufnahme einer typischen Vorstadt, wie sie sich in den Nachkriegsjahren in ganz Amerika verbreitet haben. Jeder hat sein eigenes Gärtchen und seine Autobahnzufahrt und seine paar Zimmer. Was Sie hier auf Anhieb sehen, ist, dass der Lebensstil, der hier gepflegt wird, nicht unbedingt ein besonders heroischer ist. Es ist ein Lebensstil des Komforts, des Wohlstandes. Alle haben ihren Kühlschrank, alle haben ihren Fernseher, zwei Autos, wenn es ein bisschen gut geht, auch noch ein Pool. Man hat seinen Job, Kinder und so weiter. Also ein hoher Level von Wohlstand, der einen vielleicht ab und zu mal vermissen lässt, was es sonst in der Welt an Abenteuer noch so geben könnte. Und es ist in diesem Zusammenhang vielleicht ganz interessant, diese Einstellung vom Anfang von John Fords berühmtem Western The Searchers diesem Bild gegenüberzustellen. Hier haben wir es zu tun mit einer Aufnahme im Monument Valley. Aus der Tiefe des Raumes kommt dann John Wayne auf einem Pferd angeritten, um die Frau, die er eigentlich liebt, aber die jemand anderen geheiratet hat, zu treffen. Deren Haus wird dann von Indianern überfallen, die Tochter wird entführt und der Rest des Films handelt davon, wie John Wayne die Tochter zu finden versucht. Dieses Abenteuer, diese Art von Abenteuer, diese Art von Rückkehr zu einer mythischen Auseinandersetzung mit den Grenzen der Zivilisation erfreut sich in den 50er Jahren besonders großer Beliebtheit, und man kann das eben vielleicht durchaus in Zusammenhang bringen mit dem Lebensstil, in dem die Leute gelandet sind, die sich diese Filme dann vorzugsweise anschauen. Und Winchester 73, wenn man so will, ist von dieser Bewegung und von diesem Zusammenhang auch der Inauguralmoment. Es ist nicht nur der Film, der Hollywood verändert hat, sondern es ist der Film oder einer der Filme, die den Western zum eskapistischen Genre der neuen suburbanen Wohlstandsgesellschaft Amerikas schlechthin gemacht haben. Und da passt dann eben auch wieder diese genuin amerikanische Faszination für technische Perfektion dazu, die ihren Ausdruck finden kann in Carmen Miranda oder diesem Gewehr. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit Winchester 73 von Anthony Mann mit James Stewart. Warum die am Anfang so prima schießen und am Schluss so schlecht? Ob das budgetäre Gründe hat, kulturelle Gründe, was auch immer. Was ist Ihre Vermutung? Wenn Sie am Ende auch so gut schießen würden, wäre der Film ja viel zu schnell zu Ende. Ne? Das wäre die dramaturgische Begründung, nicht? Das ist auch die einzige Richtung. Ja, aber die befinden sich ja in unwegsamem Gelände. Und Entschuldigung? Die Briefmarke durchzuschießen ist auch nicht so einfach. Ja. Ich meine, also richtig ernst nehmen, oder? Ja. Ich habe ja, war ein bisschen provokant gewesen, aber du hättest vielleicht mal ein bisschen... Sagen wir es so, ich habe angefangen mit dem Beispiel von Carmen Miranda als
Paradigma der Technical Proficiency, also des technischen Könnens oder der technischen Perfektion bei dem, was sie macht. Und Carmen Miranda ist Sängerin und Tänzerin, und was sie bietet, ist ihre eigene Performance. Die ist so gut, wie wir sie da sehen und hören. Also eine Tanznummer, die sind ja auch meistens ungeschnitten, die Tanznummern, das kann man nicht substituieren. Wohingegen diese Behauptungen von absoluter Könnerschaft am Gewehr natürlich durch Montage konstruiert sind. Das sind Fantasiekonstruktionen. Und das ist dann auch ein bisschen dehnbar am Ende. Also wenn man sie unbedingt realistisch umbiegen will, kann man eben sagen, es ist unwegsames Gelände und sie sind müde und ich weiß nicht, was alles. Das ist ein Bruderzwist, das kann man nicht einfach beim ersten Schuss erledigen. Ne? So. Entschuldigung? Ja, klar. Das ist ein biblischer Stoff, um den es da geht. Aber zugleich muss man ja sagen, ist das alles sehr ökonomisch erzählt. Nicht? Also, das waren jetzt 90 Minuten und da geht schon ziemlich viel ab. Ja. Haben Sie Rock Hudson erkannt? Ja. Der junge Tony Curtis ist auch dabei. Noch. Dankeschön, das wollte ich schon sagen. Genau, credited als Anthony Curtis. Doch. Was, Tony Curtis? Am Ende schon. Er wird noch als Anthony Curtis aufgelistet. Und Brock Hudson mit den später gut zur Geltung gebrachten Qualitäten. Entschuldigung? Ja, die haben das Gelände gewechselt. Also Rock Hudson spricht ja sehr gut Englisch bis zu dem Punkt, wo er das Gewehr sieht. da verrutscht ihm dann die Grammatik. This is gun I want. Und vorher sind das alles schön runde Sätze. Nicht? Also, ja, bitte. Ich habe doch nochmal eine Frage, weil Sie eben mit dieser technischen Perfektion ja. angefangen haben, inwiefern diese These sozusagen in dem Film haltbar ist, weil letztendlich ist auch ist ein Fluch, wenn man es hat. Nicht? Also in dem Moment, wo man es kriegt, ist es um einen schon fast geschehen. Und als Lynn, also Jimmy Stewart, am Schluss das Gewehr hat, dann kriegt er es nur um den Preis der Tötung seines Bruders. Das ist schon richtig. Also es ist auch ein verfluchter Gegenstand. Das ist gewissermaßen die mythologische Seite der Erzählung. Aber gleichzeitig ist es dieses mythische Objekt, das alle haben wollen. Es gibt ja immer wieder diese Szene, wo sie das Gewehr entdecken und realisieren, das ist jetzt eins von diesen One in a Thousand. Ich könnte auch sagen, Winchester hat offenbar eine sehr, sehr erfolgreiche Marketingkampagne geführt, weil alle an die Existenz und die Perfektion dieses Gewehrs glauben. Aber es zu erlangen, ist dann zugleich der Fluch, in deren Hände das Gewehr gerät, aus der Bahn werft. Aber die Vorstellung, dass es so ein technisches Gerät gibt, das einem die Überlegenheit in diesem gefährlichen, mit Gefahren, mit Bedrohungen durchsetzten Raum geben könnte, scheint mir ein wichtiges Motiv bei dieser Erzählung zu sein. Also man kann von hier auch eine Linie ziehen, meines Erachtens, zu Kriegsfilmen, auch zu neueren Kriegsfilmen, wo es auch immer im Grunde um das Ausspielen technischer Überlegenheit und ihrer Grenzen geht. Und das ist dann im Übrigen auch der Bezug zu dem zweiten Film, den wir hier im Rahmen dieser Veranstaltung noch besprechen wollen, American Sniper, wo es um die Feier eines Superscharfschützen geht, der im Irak Hunderte von feindlichen Heckenschützen oder Kämpfern, Zivilisten auch, tötet,
und damit eine Überlegenheitsfantasie implantiert in einen Krieg, der zu dem Zeitpunkt natürlich, das ist, wird dann da die These sein, schon lange verloren war, nicht? Also das ist eigentlich völlig nutzlos und der stirbt ja dann am Ende des Films auch. Also es gibt immer eine, auch eine Ambivalenz dieses Hungers nach technischer Perfektion. Das löst die Probleme nicht. Zumal nicht die, also die, der, man kann das auch in eine Geschichte des amerikanischen Expansionismus einbetten, nicht? Die Technik ist immer das Versprechen der gelingenden Expansion, aber die hat auch immer ihren Preis. Und die Tatsache, dass in dieser Erzählung hier eben diejenigen, in deren Hände das Gewehr gerät, dafür immer gleich den Preis bezahlen, ist in die Kette gestellt, wenn man so will. Genau dieses Motiv. Ist das eine sinnvolle Antwort? Okay. Nee, ist an. Ja, zum einen, was er gerade meinte, dass immer derjenige stirbt, das erinnert ja auch ein bisschen an Herr der Ringe, dass dann nur der letzte Unglückliche mit dem Gewehr oder dem Ring irgendwie weiterleben muss. Also da ist ja auch diese Begeisterung, die jedes Mal jeder hat, wenn er das Gewehr in der Hand hat. Und zum anderen, was mich jetzt wundert, jetzt auch am Ende und dann auch, also die Emotionalität oder die Betroffenheit, wenn Leute sterben. Also zum einen der Mann der oder der Freund der Dame und am Ende der Bruder, der findet ja gar nicht statt. Ja, also danach, die Frau setzt sich erstmal ans Klavier und er ist froh, das Gewehr gefunden zu haben, was er dann auch noch natürlich mitnimmt, irgendwie, nachdem er seinen Bruder erschossen hat. Inwiefern? Ja, gut, aber man kennt sich ja irgendwie trotzdem vielleicht. Ja? Also man könnte ja trotzdem irgendwie... Ja, aber es ist, sagen wir es mal so, es ist ein Reigen, aber es ist kein Melodrama und auch keine Oper. Nicht? Also es geht nicht darum, diese Emotionen groß auszuspielen. Oder anders gesagt, das ist eine Welt, in der die Leute darauf eingestellt sind, dass gestorben wird und wo diejenigen überleben, die damit umzugehen verstehen. Also es gibt ja in der Schlussszene da in der Bar, sagt der Freund, Begleiter von Lynn, das ist aber nicht nett, wenn man so durch die Welt sieht und einfach Leute über den Haufen schießt. So einen trockenen, sarkastischen Spruch. Und das ist gewissermaßen die ganze Emotion, die zulässig ist. Und wie die Shelley Winters-Figur das ausspielt, ist ja geradezu programmatisch dafür, wie man wie mit diesen Erfahrungen umgegangen wird in dieser Welt. Sie ist eigentlich auf dem Weg dazu, von der Bardame / Prostituierten zur Farmbesitzerin zu werden. Dann zerschlägt sich dieser Plan. Dann wird sie von diesem Gangster davon gezogen und hat sich eigentlich schon wieder darauf eingestellt, jetzt halt mit dem mal eine Zeit lang unterwegs zu sein. Also könnte auch sagen, die Shelley Winters Figur macht eine parallele Wanderschaft zu derjenigen des Gewehrs durch. Nicht? Aber ausführlich getrauert wird nicht, ja. Passt nicht in die Welt. War der Film auf irgendeiner Oscar-Liste? Weil ich fand's Ja, jetzt überfordern Sie mich. Das weiß das immer. Es kann sein, dass er nominiert war. Aber es, also technisch ist es natürlich absolut erstrangig in jeder Hinsicht. Die Regie, die Kamera, diese ganzen, zum Beispiel die Verfolgungsaufnahmen, das ist ja auch das Motiv, mit dem der Film anfängt, über dem Horizont, nicht? Night-for-Day-Aufnahmen, das ist auch von Eisenstein und dem russischen Kino natürlich inspiriert. Das sitzt schon. Keine Einstellung zu viel. Ja. Und ich fand auch, man versteht ihn sehr gut, was nicht immer bei amerikanischen Filmen der Fall ist. Also ich spreche schon ganz gut Englisch, zum Beispiel Brokeback Mountain, da verstehe ich nichts. Ja, ja. Also das klassische Hollywood-Kino ist natürlich darauf getrimmt, dass man immer alles versteht und es wird auch immer alles zweimal gesagt.
was aber nicht unbedingt damit zu tun hat, dass die Leute früher dümmer waren oder so, sondern dass sie die Filme manchmal meistens von der Mitte bis zur Mitte anschauten. Nicht? Also es gab nicht, man ging nicht ins Kino zu festen Zeiten, sondern der Film startete morgen um 11 und um Mitternacht wurde das Kino zugemacht und dann konnte man zwischendurch reingehen. Und es gab eben auch in der amerikanischen Umgangssprache den Ausdruck «This is where we came in». Also jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir reingekommen sind, können wir auch wieder gehen. Und bei einer solchen Kinokultur müssen die Filme darauf geprimed sein, dass das geht nicht so wie bei Godard, wo man sich ständig fragen muss, was jetzt eigentlich genau passiert. Und in diesem Sinne, ja. Es ist wenig Dialog, ist klar. Ja, bitte sehr. Ich finde das also hier, auch in Ihrem Vortrag, meine ich, und in diesen Beiträgen, die zuvor waren, die Rolle des Gewehrs hier, der Winchester 73, das ja nun eben ein sehr berühmtes Gewehr war und technisch sicherlich eine große Errungenschaft zu der Zeit, dass die aber hier in diesem Film, dass es völlig überschätzt wird. Ich glaube nicht, dass es hier primär um dieses Gewehr geht, um die Rolle, die dieses Gewehr gespielt hat und welche Bedeutung dieses Gewehr hatte. Meines Erachtens ist das ein ganz typischer Western in seiner ganzen Anlage. Und da ist er auch sehr gut gemacht. Und die Einfügung dieses Gewehrs, der Winchester, und auch der Titel als solcher, das ist meines Erachtens so ein bisschen eine Hommage von dem Anthony Mann eben an dieses Gewehr. Das hat er in einen Film mal eingebaut. Das macht sich auch gut in dem Film. Dieser Wettstreit zum Anfang, dieses Wettschießen und so weiter, das macht sich sehr gut. Aber aus der Tatsache, dass dieses Gewehr hier vorhanden ist und da ist, da so viel hinein zu interpretieren, ist meines Erachtens ganz verfehlt. Ja, so ist das mit den Interpretationen, nicht? Es gibt immer, es ist immer die Gegenrede möglich und sie muss auch möglich sein. Das soll ja nicht möglich sein, oder dann wären wir die katholische Kirche. Nicht? Dann wäre ich jetzt der Papst und würde sagen, das ist jetzt das Dogma, und wer was anderes in den Urtext reinliest, geht auf den Scheiterhaufen. So funktioniert ja das nicht unbedingt. Aber ich will doch die Lesart verteidigen, dass es nicht trivial ist, dass das Gewehr hier in den Titel gehoben wird. Also von der dramaturgischen Struktur her ist das ein Reigen und der wird über das Gewehr erzählt. Es ist der Kain- und Abel-Stoff, klar. Also man kann sich ja hinsetzen und sagen, guter Bruder verfolgt bösen Bruder durch den wilden Westen, wie erzählt man das? Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise erzählen. Und hier ist der Kunstgriff der, das eben am Gewehr aufzuhängen und an der Zirkulation dieses Gewehrs. Worum geht es im Western? Es gibt ja bestimmte Motive, Bilder, die immer und Örtlichkeiten, die immer wieder vorkommen müssen. Im Western gibt es Kaffee, Bohnen, Whisky, es gibt Kakteen, Pferde, viel Staub, die Art von Landschaft, die wir jetzt gesehen haben. Gewisse andere Dinge gibt es dann einfach eben nicht. Und es gibt bestimmte zentrale Figuren. Es ist Landwirtschaft unter prekären Bedingungen in Territorien, in denen die staatliche Gewalt noch nicht verfestigt ist, aber im Aufbau sich befindet. Und die Leute, die unter diesen Bedingungen Landwirtschaft betreiben, versuchen eben so etwas wie eine staatliche Ordnung herzustellen. Das wird aber unterwandert durch die Bösewichte, die Vieh klauen oder mit den Indianern gemeinsame Sache machen oder was auch immer. Aber es geht um die Zivilisationsgrenze. Und die ist im Genre eben auch markiert über gewisse Motive. Nicht? Also, wenn Sie den Western lieben, kennen Sie sicher Red River mit John Wayne und Montgomery Clift. Und das ist ein Tracking-Film, der übrigens auch nach Dodge City führt. Nicht? Also, da geht es um das Treiben einer großen Viehherde von Texas nach Kansas zur
Verfrachtung des Viehs in die Fleischfabriken von Chicago. Nicht, dass das im Film eine große Rolle spielen würde, aber das ist das Ziel. Und da geht es auch um, den, also um das Herstellen von quasi-staatlicher Ordnung und um die Frage der Autorität und ihrer Unterwanderung. Und John Wayne ist der Leiter des Tracks. Und es ist signifikant, dass seine Autorität in dem Moment zusammenbricht im Film, in dem der Kaffeevorrat aufgebraucht ist. Solange der Frontiersman für Kaffee sorgen kann, ist die Ordnung intakt, und wenn der Kaffee fehlt, bricht die Ordnung zusammen. Das ist, schauen Sie sich den Film nochmal an, das ist genau der Punkt. Und das sind relativ stabile Ikonografien, die kommen dann teilweise auch in anderen Filmgenres wieder vor. Da wir Rock Hudson gerade gesehen haben, All That Heaven Allows von Douglas Sirk, ist die Geschichte mit dem Gärtner, wo sich die immer noch attraktive, immer noch relativ junge Witwe in ihren jüngeren Gärtner, gespielt von Rock Hudson, verliebt. Das ist eine Geschichte, die in einer Kleinstadt in New England spielt, in den 50er Jahren. Und da gibt es eben auch eine Szene, wo es darum geht, das Café, dass im Moment, in dem Kaffee angeboten wird, dann eben die Grenze zu dem, was zivilisatorisch zulässig ist, überschritten wird oder nicht. Das heißt, es gibt gewisse Topoi, die in dieses Genre eingelassen sind und über die das Genre funktioniert und über die diese Erzählungen funktionieren, die funktionieren und die aufgeboten werden, die verbindlich sind, ganz egal, wer dabei Regie führt. Und man könnte auch sagen, das ist ja die Doppelung, das macht The Man Who Shot Liberty Valance in der Geschichte des Westerns zu einem so bedeutsamen Film. Da ist John Wayne der Cowboy und James Stewart ist der Anwalt. Und das sind die beiden Figuren, die, sagen wir mal, die beiden Seiten der Zivilisationsgrenze repräsentieren. Nicht? In dem Moment, wo die Zivilisation halbwegs steht, wird der Cowboy in den Hintergrund gedrängt und der Anwalt wird der Held der Ordnung. Das ist eigentlich der Konflikt, der im Zentrum von The Man Who Shot Liberty Valance steht. Und was man dann herausfindet in der Narration, ist, dass der Anwalt gar nicht der Held ist, für den ihn alle halten. Und das ist ja ein Film von John Ford. Und es ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch bedeutsam, dass John Ford 1939 zwei Filme gemacht hat in einem Jahr, die zu den ganz großen Klassikern des amerikanischen Kinos gehören. Einerseits Stagecoach mit John Wayne, der klassische Postkutschen-Western, wo John Wayne einen Banditen mit gutem Herzen spielt, der dann durch seinen Schutz, den er dieser Kutsche gewährt, zurück in die staatliche Rechtsordnung findet. Und der zweite Film, den John Ford in diesem Jahr gemacht hat, ist Young Mr. Lincoln, in dem Henry Fonda Präsident Lincoln spielt. Das ist eine Präsidentenbiografie, die aber nicht die großen politischen Taten von Lincoln erzählt, sondern die Geschichte eines Gerichtsprozesses, den er als junger Mann, als er noch unbekannt war, gewonnen hat. Und worum es da geht in der Geschichte, ist, dass Lincoln als junger Anwalt jemand, der schon verurteilt schien, so verteidigt, dass die Gerechtigkeit am Ende siegt. Und wenn man sich jetzt die politische Geschichte der USA anschaut und sich fragt, wofür Lincoln als Präsident eigentlich steht, dann dafür, dass er die Einheit der Union bewahrt hat, also die staatliche Ordnung in gewisser Weise erhalten. Und in diesem Sinne ist es ganz und gar sinnreich, dass seine Biografie eben nicht als die Präsidentenbiografie erzählt wird, so wie wir das jetzt gerade bei Steven Spielberg gesehen haben, sondern dass er gewissermaßen ins Setting des Western zurückgesetzt wird und dort die Rolle des Anwalts spielt, also des Verteidigers einer bereits etablierten staatlichen Ordnung. Und ich würde schon sagen, dass Winchester 73 in diesem Kosmos funktioniert. Das ist ein ganz klassischer Western, wie Sie sagten. Aber es ist eben nicht trivial, dass Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, wer auch immer die Entscheidung dann gefällt hat, gesagt hat, jetzt machen wir mal einen Western, bei dem das Device, dass die narrative Vorrichtung, mit der wir die Geschichte konstruieren, eben das Gewehr ist. Also eine vermeintlich technische Marginalie des ganzen Kosmos wird plötzlich in den Vordergrund gehoben. Und da bin ich in meinem Lektüre
Verhalten naiv genug, um zu sagen, das nehme ich jetzt mal ernst. So. Ja, bitte. Ja. Ja, ja. Also zunächst mal gehört es ja nun zu, sagen wir mal, zu den traurigen Aspekten der Geschichte dieses Genres. Erstens, dass die Indianer so dargestellt werden und zweitens, dass sie immer von Weißen gespielt werden. Hat aber natürlich in der Geschichte der amerikanischen Populärkultur gute Tradition. Nicht? Es gibt ja auch die sehr populäre Form der sogenannten Minstrel Show, der rassistischen Häme-Komödie, bei der die meistens das Format hat, dass es eine Art weißen Masters of Ceremony gibt, der umgeben ist von behauptetermaßen afroamerikanischen schwarzen Figuren, die dann irgendwelche Fantasien entwickeln davon, sie könnten auch mal Bürgermeister oder Anwalt oder sowas werden und die dann lächerlich gemacht werden. Und diese Schwarzen werden aber immer mit Weißen in sogenannten Blackface, von Weißen in Blackface gespielt, also von Weißen, die schwarz geschminkt sind. Und dieser Topos des Blackface zeigt an, wie, sagen wir mal, wie das andere, das ethnisch andere in der amerikanischen Populärkultur seit der Mitte des 19. Jahrhunderts spätestens konzipiert wird. Und dass die Indianer, also dass dann Rock Hudson diesen Young Bull spielt, diesen Häuptling, gehorcht dieser Logik und steht in dieser Tradition. Dass das historisch nicht akkurat ist, ist völlig klar. Also es gibt ja dann eine Bewegung im amerikanischen Kino, Sie haben sicher alle Der mit dem Wolf tanzt gesehen, apropos Oscars, ist jetzt auch schon 26 Jahre, 1991 oder 92, Kevin Costner, der dabei auch Regie geführt hat. Das ist gewissermaßen so eine Art Versöhnungswestern, wo man dann hingeht und die Geschichte aus der Perspektive der amerikanischen Ureinwohner erzählt, um da eine Art von historischer Gerechtigkeit herstellen zu lassen. Aber das Narrativ, das hier erzählt wird, ist, wir bringen die Zivilisation, die Wilden wehren sich dagegen und das Einzige, was sie tun, ist, sich diese Techniken anzuwenden, um uns das Leben schwer zu machen. Aber das sind natürlich hochambivalente Figurationen. Das fängt schon mit dem Cheyenne-Otto an. Mhm. Mit den Indianern, dass die das ist etwas komplizierter, genau. Ja. Aber nicht vor den 60er Jahren. Ja, ja, hallo. Da draußen, ja. Ja. Ja, eben, also wir müssen auch aufpassen. Ich habe jetzt vorhin in dieser überlangen Antwort auf Ihre Kritik an meiner Lesart den Western als relativ homogenes Genre beschrieben. Und da muss man sich auch fragen, also was wir dann beschreiben, ist so etwas wie ein Idealtyp, dem eine bestimmte Anzahl von Filmen aus einer relativ kurzen Zeitspanne nur entsprechen. Könnte auch sagen, in gewisser Weise ist der Stagecoach der Urwestern und vorher gibt so etwas wie den Western, so wie wir ihn denken, eigentlich gar nicht so richtig. Also es gibt natürlich die Serials, Tom Mix, der weiße Cowboy, das ist eine Art Lucky-Look-Figur, der im Matinee-Programm eher für ein jugendliches Publikum ein großer Star war in den 20er Jahren. Aber der Western in diesem Sinne war nicht so ein richtig ernsthaftes Genre. Und es gibt aus der davorliegenden
Produktionsjahren eben Filme, die überhaupt nicht in dieses Schema passen. Es wird in Filmgeschichten immer gesagt, der erste Western ist The Great Train Robbery von Porter, ein Edison-Film aus dem Jahr 1903, glaube ich. Sorry. Und wenn man sich das aber in das Genresystem oder in die Vermarktungskategorien der Zeit zurückübersetzt, stellt man fest, der Begriff Western kommt überhaupt nie vor. Das ist ein Train-Film, weil da ein Zug drin vorkommt. Und die Vermarktungskategorie hat was mit Zügen zu tun und Western ist überhaupt keine Kategorie. Das ist eine, die echt, also in der Form, in der Prägung auf die Ikonografie Bezug nehmend, die wir jetzt kennen, eigentlich erst in den 30er Jahren sich verfestigt. Wie Musical auch. Also das sind eben Begriffe, die substantivierte Adjektive, die in der Marketing-Sprache und in der Zirkulation der Filme plötzlich sich zu Genrebegriffen verfestigen. Ja, es gab noch eine weitere Frage. Ja, genau. Hallo. Hallo. Und zwar, ich finde, dass relativ viel impliziert wird noch in dem Film. Also da sind einige Sachen drin, die noch nicht ganz ausgearbeitet sind, noch nicht ganz angesprochen werden, aber relativ interessant schon sind, dass es überhaupt irgendwie ein Thema ist. Ein Thema zu der Waffe wäre auch interessant, dass es kurz anklingt, okay, macht dir das eigentlich Spaß, da auf die Jagd zu gehen und Menschen erschießen zu wollen? Das wird ja kurz thematisiert, ja. Was ja auch oft dann ein Thema ist in Filmen mit Krieg und wo jemand zum Helden irgendwie stilisiert wird, der andere tötet. Also es braucht irgendwie ein Motiv, warum das okay ist. Die andere schießen, das sind die Gangster, er schießt, er macht es für einen guten Zweck, der Zweck heiligt die Mittel, um das irgendwie auch zu versöhnen, Gewalt und Waffen, so in die Richtung. Hm. Ja, ja. Sie kennen alle den Spruch von Clint Eastwood aus Dirty Harry, nicht? Wo er seine Magnum zieht und den Bösewicht, den er gerade im Visier hat, auffordert, ihm Grund zu geben, ihn niederzuschießen. Ich sage, go ahead, punk, make my day. Damit er diese the most powerful handgun in the world einsetzen kann. Und diese Art von Ambivalenz, da kann man schon sagen, ist in dem Film schon angelegt. Nicht? Also was man da mit der Waffe genau macht und welche Art von Spaß daran hängt, diese Waffe zu gebrauchen, das ist ein Thema. Bin ich mit Ihnen einverstanden. Und das setzt sich dann in der Tat auch in diesen in dem Magnum-Kult von Dirty Harry immer noch fort. Nicht? Also Dirty Harry ist ja der Sheriff, der in die Großstadt geht. Ja. Ja. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt alle nach Hause. Danke an Professor Hediger für den Vortrag. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und Ihre unterschiedlichen Lesarten und Ihre Fragen. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen allen einen sicheren Heimweg.